So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Nehme ich jetzt auf? Oh, doch, sollte klappen. Ja, sieht gut aus. So, ich habe gerade aus Versehen in OBS Escape-Taste gedrückt und keine Ahnung, was das macht. So, wir sind alles da. Hallo, bitte melden. Ach, guck mal, hier ist das Auto. Natürlich verschlossen. Alles verschlossen hier. Schon wieder keine Nahrung whatsoever. Nicht mal in einem fucking Café gibt's Nahrung. Was ist denn hier los? Ist doch nicht mehr normal. Aufstehen hier. Und klatscht es. So ungefähr. So, der steht wahrscheinlich nicht auf. Da rührt sich gar nichts. Oh. Ui, okay, hier ist ein bisschen guter Stuff drin, ne? Oh, tatsächlich was zum Beißen. Endlich mal. So, noch ein Yucca-Saft. Ja, let's go. Ah, meine Schöne. Oh, let's go. Alles verschlossen hier. Wo kommen wir denn hier raus? Muss ich mich hier rausköpfen oder was? Auf jeden Fall sind wir zurück zum Händler. Weißt du was, dann bauen wir gleich mal das Coupé ab. Dann kommen wir nämlich über den Weg auch gleich raus. Zwei Fliegen auf einer Klappe. Mit einer Klappe. Zerschlagen. Jetzt war zwar wieder hart überladen, aber wir können ein bisschen Stuff wegschmeißen. Zum Beispiel können wir wegschmeißen. Also den können wir erstmal direkt ausrüsten, haben wir direkt ein weniger. Das können wir fallen lassen. Ganz ehrlich, können wir fallen lassen. Das können wir eigentlich noch was irgendwas ausrüsten hier? Haben wir irgendwas, was wir ausrüsten? Ja, das hier können wir. Macht zwar keinen Sinn aktuell, aber das ist höchstens hier raus. Haben wir immer noch 7 überlastet. Ja, komm. Sollte passen. Nix zum Beißen. Oh, selbst gebauter Stab, wobei ich nicht weiß. Und obwohl, stärker als unsere Waffe sollte der auf jeden Fall sein. Ja, guckt euch das an. Da ist doch nicht mal eine Mod drauf. Wobei ich gar nicht weiß, ob die Mod, die wir haben, überhaupt auf dem Stab passt. Gucken wir mal kurz. Wo ist denn die Mod? Ah, siehst du, die kann man nämlich nicht draufpacken. Von daher ist es dann echt die Frage, ob die überhaupt stärker ist. Weil bei dem Vergleich, den man hier hat, werden Mods wohl, glaube ich, nicht mitgezählt. Irgendwie so war das doch, oder? Wo ist denn jetzt die andere? Wo ist meine andere Waffe? Ich habe keine Ahnung, wo die andere Waffe gerade hin ist. Ach da. Na eben, 2,7. Ich glaube, dann ist die hier fast besser.
Ich nehme sich jetzt aber mal trotzdem einfach mit. Hast du eigentlich das andere Zeug rausgenommen? Nö, natürlich nicht. Wäre auch langweilig. Oh! Eine Zweier-Wunsch. So, ab zum Händler, direkt die nächste Quest holen und dann wieder erstmal nach Hause dongeln. Das wird meinem Drecksarm voll gebrochen. Vor allem, wir müssen auch sowieso nach Hause, weil wir ja Honig brauchen. Für unsere Verstrahlung. Isolationsmod? Kältewiderstand? Was? Dieser Rüstungsmod bietet Dämmung vor Ketten. Nee. Gut, brauchen wir eigentlich beides nicht. Aber wir nehmen mal das Ding. So, irgendwelche Aufgaben. Ups, habe ich das abgebrochen? Ja, ne? Erst ist er disappointed, dann God bless you, aber den muss man seltener jemand einblasen. Das ist ja schlimm, was er da von sich gibt, das ist ja. Und sogar beides auf der gleichen, in gleiche ungefähre Himmelsrichtung. Hier waren wir schon drinnen, ne? Das war ja disappointing pur. Wobei, nö. Sieht nicht so aus, wenn wir hier drin waren. Nö, das ist noch unberührt. Ah, kann ich eine Hackfresse hier? Oh, muss repariert werden. Natürlich muss repariert werden. Da bin ich. Der ist leer. Oh, ist alles so Möbel tatsächlich. Ja. Sieht mir auch schon wieder nicht nach so viel Nahrung aus. So, ganz ehrlich, du kannst eigentlich hier liegen bleiben. Dich brauchen wir definitiv nicht. Da war garantiert nichts dabei, ne? Sad life. Hier kann man gar nichts mitnehmen. Ich glaube, wir waren doch schon drinnen, ne? Ja, doch, genau, da war die Werkstatt, wo wir drinnen waren. Ja, okay. Also waren wir doch schon drinnen. Verdammt. So leicht kann man sich irren. Es ist halt wirklich bloß ein scheiß kleines Dorf hier. Ach, guck mal hin, das große Haus. Wie ist das eigentlich? Kann ich eigentlich das Ding hier abbauen? Das sieht mir sehr, Bar aus. Naja, guck mal bloß Eisen. Keine Special Items der dritten Generation oder so. So, der Handbruch ist schon mal weg. Sehr geil. Dann müssen wir bloß noch die Verstrahlung kurieren. Und dann sieht es auch wieder gut aus. So. Du kommst noch mit rein. Du und du. Auf jeden Fall wieder erstmal eine Schmiede bräuchten. Ah, die Mutter haben wir jetzt auch schon mittlerweile. Können wir vielleicht doch bald Motorrad bauen. Da brauche ich doch erstmal da rein. Ich wünschte, wir hätten endlich mal eine Axt.
Ach, mit zwei Kisten Ordnung zu haben, nach irgendwas, ist auch schon ein bisschen kompliziert. Von daher tun wir, achso, halt, Honig. Hätte ich beinahe die guten Honig vergessen. So, oh, wir haben bloß noch einen. Ich dachte, wir hätten mittlerweile ein bisschen mehr gefunden. Schade eigentlich, echt immer schade. Ach, das Ding hier ist, also ich dachte, das ist das Haus. So, was müssen wir machen? Wir müssen das Gebiet säubern. Das klingt ja einfach. Die Frage ist, wo kommen wir hier rein? Da schon mal nicht. Also das Hieroke kann ich mir auch nicht vorstellen, weil das würde ja dann mein Skill voraussetzen. Teilt sich jetzt mal, es geht hier rauf. Denn das sieht hier sehr besteigbar aus. Und das meine ich jetzt nicht in sexueller Hinsicht. Kommt einfach ein Vogel, aber. Trifft noch mal. Verblute halt. Verband habe ich nicht dabei, ne? Ach, schön. Cool. Fängt dann wieder geil an. So, hier müssen wir rein. Wieso heilen wir uns eigentlich nicht? Habe ich noch keine Selbstheilung? Warte mal kurz. Wir hatten noch Selbstheilung. Oh. Boah. Doch, wir hatten noch Selbstheilung. Wir wollen mal kurz gucken, was wir am dümmsten als nächstes machen. Ich würde wahrscheinlich wieder hier ein bisschen sexueller Tyrannosaurus Rex machen. Bam. Dann bekommen wir nämlich auch ein bisschen, ne, bisschen Action zurück. Wir heilen uns da gar nicht. Irgendwas dabei, was uns ein bisschen Heilung verschafft. Hallo, da. Auch so eine Herstellung? Nö. Nope. Einfach so genau gar nichts. Oh, den hätte ich eigentlich draußen lassen können. Aber egal, let's go. Also auch direkt mal.
Top-Pflanze. Lass mal liegen, jetzt gute Dick. Ups. Verdammt, ich wollte das doch durchsuchen. Scheiß jemand an. Dachte, kommt direkt auf welche Zombies rein, wenn wir hier reingehen in das Haus, aber gar nichts so ist ja. Da kommen schon gleich ein paar raus. Ich weiß auch jetzt schon. Aha. Was ist denn das? Beutebonus. Eine Glücksbrille. Ah, oh, das klingt doch cool. Tragen. Wie Beutebonus plus 3, das sah aber gerade nicht aus. Wir können ein schönes Messer bauen. Hallo? Ey, was? Kommt der denn her? Dass man die immer nicht sieht, ey. Die auch aus dem Raum oder was? Habe ich original nicht gesehen. Ah. Ich weiß, bei dem Kreuz, aber die mit dem roten Kreuz, ne? Ach nee, ein einfacher Verband. Reicht aus. Ist das jetzt ein einfacher Verband oder? Heilungsgeschwindigkeit von Schürfwunden. 0%, siehst du. Und das ist auch eine Schürfwunde. Ne, die Schnittwunde. Ah, dann kann das sein. Ne. Ich verstehe das ganze System hier nicht. Das ist ja so verwirrend. Ein Klopapier rausfischen. Wobei ich echt gerne wüsste, wie das gehen soll. Weil sobald das nass wird, löse ich das Zeug halt, auf. Was? Ich bin hungrig? Warum das denn? Alle tot? Alle tot. Dann einfach mal schnell ein Steak. Und dann jetzt noch eins. Und dann gut sind direkt noch eins. So, jetzt müssen wir aber auch mal ein bisschen was trinken hier. Ausdauerwiederherstellung. Brauchen wir eigentlich nicht. Bieten aber eh beide. Von daher. Nehmen wir mal den hier. Yeah.
Na, schade. Oh, Metallstachelmod. Ich glaube, die können wir hier auch mit kombinieren, ne? So. Ja. Gut, da brauchen wir aber eine mit zwei Fächern. Aber schon mal nett to know. Und vor allen Dingen nice to have. Oh. So, sollten wir aber auch langsam mal raus hier, weil es wird nämlich langsam dunkel. Und ich weiß schon wieder nicht, warum man bei diesen Räumen immer raus soll. Einem wird aber immer der gesamte Weg gezeigt, nur der Ausgang fehlt immer. Soll man sich da immer rausschlagen oder was? Scheinbar, ne? Na dann, let's go. Dauert ja nur 3 Jahre. Ich glaube, wir gehen erstmal zu uns nach Hause. Ist näher dran, ne? Und legen ein paar Sachen ab. Wobei, ganz ehrlich, 250 Meter. Da. Weiß ich gar nicht, ob es überhaupt einen Vorteil bringt. Und da wird es ein bisschen beeilen müssen, da schon 19 Uhr ist. Gehen wir mal lieber direkt zum Händler. Können wir jetzt gleich auch die nächste Mission mitgeben? Können wir die morgen schon machen, bevor der Händler aufmacht? Rezept gebackene Kartoffeln. Magazin. Dann auf jeden Fall lieber das. So, beseitige Zombies. Und wieder bei der gleichen. Wetten, das ist jetzt das Haus, wo ich erst dachte, dass es das ist. Von der Richtung kannst du echt hinhauen, ne? Ja, ich glaube, das ist es. Jetzt hechel nicht so, Mädel. Jetzt ist aber gerade ein bisschen Stamina-Boost. Das geht. Ja, jetzt ist es das Haus hier. Nice. So, dann mache ich hier schon mal zu. Denn gleich geht der die Action wieder los. So, dann gucken wir mal. Erstmal hier alles rein. Tja, da sollte uns mal langsam ein bisschen Ordnung überlegen. Selbstgebaute Pistole. Wie wir hier mit den Kisten verfahren. Können wir heute Nacht mal hier ein bisschen aufräumen und ein paar Kisten aufstellen. Das Problem ist halt, wir haben dafür bisher wahrscheinlich noch zu wenig Nägel. Haben wir überhaupt Nägel?
gar keine Nägel, hallo? Ach doch, da. 9. Oh, okay. Dann hat sich das mit die Kiste doch direkt wieder erledigt. Können wir denn ein paar Nägel herstellen? Bestimmt nicht, oder? Da brauchen wir garantiert wieder irgendwas. Ja. Wir können halt noch überhaupt nichts machen, so. Ich kann immer noch nicht damit leben, dass es hier keine Secrets gibt. Außer die beiden da oben, wo wir nicht rankommen. Weil ich gar nicht weiß, ob das da überhaupt ein Secret ist. Das sieht aus wie einfach nur ein normales Loch. Aber das ist auf jeden Fall was. Die Frage ist, wie soll man da hinkommen? Außer jetzt sich klassisch hochbauen. Das wäre ja langweilig. Mal hier in die Ordner rein, ob hier irgendwelche Sachen drin sind. Aber nö. Frage ist, warum hat das eine andere Farbe? Das ist eine gute Frage. So, die Arschspitzhacke können wir wahrscheinlich nicht reparieren, weil dafür brauchst du so ein Werkzeug oder Reparaturset. Achso, haben wir ja zwei. Let's go. Mal Fünftel runter. Das ist nicht gut. Schon wieder hungrig? Alter, wir haben gerade erst 3 von dir gefordert hier. Alter Schwede. Das geht aber auch weg wie nix so. Ach ja.
Siehst du, haben wir jetzt hier eigentlich irgendwo. Ach, guck mal, da hinten ist Wasser. Also, da hätten wir tatsächlich eine Quelle, wo wir Wasser herbekommen könnten. Aber. Oh. Weil wir haben ja immer noch hier unsere 31 Gläser, die wir nicht benutzt haben. Nicht benutzen. Das dauert so lange. So, wir müssen es gleich geschafft haben, ne? Und wieder ist nichts Besonderes runter. Wow. Na gut, das soll es aber auch mit der Folge erstmal gewesen sein. Und dann sehen wir uns dann zur nächsten Folge dann wieder.